Hallo, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz tolle Vasen, Windlichter, Dekoteile machen kann aus alten Marmeladengläser, Gurkengläser, Einmachgläser von der Oma oder vom Flohmarkt. Und dazu gibt es heute ein Video von der Grundform, weil ich euch anschließend immer noch mal ein Video zeigen möchte mit dem Aufpimpen, mit Jahreszeiten und dergleichen. Also heute die Grundform, wie einfach man ein Glas umhäkeln kann. Dazu brauchen wir am besten ein 100% Baumwollgarn, 50 Meter, etwa 115 Meter, weil das Glas, wenn wir eine Kerze reinstecken, wird sehr heiß. Und Baumwollgarn, was man ja auch für Topflappen nimmt, macht die Hitze gar nichts aus. Würden wir jetzt ein Misch- oder ein Kunstgarn nehmen, dann kann das wegschmilzen, weil es eben heiß wird. Deswegen lieber das Baumwollgarn. So, dann fangen wir an. Zu Anfang müssen wir immer einen Kreis häkeln. Auch wenn wir jetzt ein Glas haben, jetzt in einer eckigeren Form wie dieses, fangen wir doch mit dem Kreis an, weil sich das anpasst. Und zwar Kreis habe ich euch auch schon in der Häkelschule gezeigt. Den machen wir vier Luftmaschen, schließen den mit einer Schlaufe zu einem Ring. So, machen dann daraufhin wieder zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und weil wir vier Luftmaschen genommen haben für den Ring, machen wir jetzt acht feste Maschen hinein. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann ziehen wir aus den ersten beiden Luftmaschen eine Öse raus und die ziehen wir durch die hintere. Also haben wir die erste Reihe fertig. So, jetzt wieder zwei Luftmaschen, 1, 2. Und jetzt machen wir in jede feste Masche zum Zunehmen 2. Also wir verdoppeln. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das machen wir jetzt so lange, bis die Reihe fertig ist. Weil wir müssen ja sehr viel zunehmen. Wie gesagt, das geht eigentlich mit jedem Glas. Und das wird ein richtig kleines Schmuckstück. So. Und dann ziehen wir wieder mit der Öse, mit der Schlaufe zu. Zwei, drei, zwei Luftmaschen. So, und jetzt kommt erst eine in die erste Masche, dann kommen zwei. Wir wechseln jetzt wieder ab. Eine, zwei, eine, zwei. Also eine in eine Masche und in die nächste feste Masche, aber zwei, da wir wieder zunehmen. Eins, zwei. Dann eine nur, dann nehmen wir hinzu, zwei in eine feste Masche. Und das machen wir jetzt abwechselnd in dieser Reihe. Eine, zwei. Eine, zwei. Die Häkelnadel ist eine Dreier. Man kann eine Dreier oder eine Dreieinhalb nehmen. Das passt prima bei diesem Garn. Eine, zwei. Eine und zwei. Mit einem Knäuel kommt man auch sehr, sehr weit. So, und wir schließen wieder. Wieder zwei Luftmaschen. So, als nächstes kommt jetzt, wir häkeln eine in eine. Wir häkeln noch eine in eine und dann zwei. Also der Kreis muss immer zugenommen werden. Und das geht ganz regelmäßig. Also erst haben wir zwei in eine gemacht. In der nächsten Reihe haben wir eine einzelne, zwei in die nächste. Darauf zwei einzelne, dann zwei in eine. In der nächsten Reihe sind drei einzelne und zwei in die nächste. Und so nimmt man den Kreis immer zu. Die einzelnen werden immer mehr,
Aber man braucht dann auch immer wieder die 2 in 1. Es wird ganz, ganz regelmäßig zugenommen und damit könnt ihr einen riesigen Kreis häkeln oder ein Deckchen, alles was mit Rundungen zu tun hat. Es wird ganz regelmäßig zugenommen und irgendwann hat man auch mal 20 einzelne und dann kommt erst die doppelte in Reihe. Das wäre dann die 22. Reihe. Ja, wir sind jetzt dabei. 1, 2, 3 und dann 2. 1, 2, 1, 2, 3. Jetzt kommen 2, 1, 2 und wir ziehen zu. So, dann 2 Luftmaschen und jetzt kommen 4 einzelne. 1, 2, 3, 4 und unsere beiden in eine feste Masche. Jetzt kommen wieder 4, 1, 2, 3, 4 und dann wieder 2, 1, 2. In diesem Video zeige ich es euch ganz, ganz ausführlich. Weil es kommen dann noch andere Videos, wo dieses Grundglas immer wieder verwandt wird, auch für Lampenschirme und dergleichen. Und dann zeige ich euch, wie es aufgepimpt wird, dekoriert wird, verändert wird, aber die Grundform bleibt immer gleich. Und dann können wir schon mal gucken, wie groß unser Boden ist. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommen es gerade in der letzten nochmal 2. 1, 2. Und wir schließen die Reihe wieder. 2 Luftmaschen. Dann nehmen wir uns mal das passende Glas. So, legen es unten drauf. Wir sehen, wir brauchen noch ein bisschen. Also sind wir jetzt dran mit 5 einzelnen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommen die 2 wieder in eine. So nehmen wir jede Reihe zu. 1, 2, 3, 4. 5 und dann 2. 1, 2, 3, 4, 5 und dann 2. Wenn wir jetzt ein ganz großes Glas hätten, dann wären die nächsten 6. Einzelne und dann 2, dann 7 einzelne und 2. So geht das immer weiter. Natürlich nehmen wir dann immer das Glas und messen nach und gucken, wie weit wir sind. 2, 3, 10 zu. So, unser Boden ist bedeckt. Wenn wir ein größeres Glas hätten wie dieses hier, da müsste man noch mal eine Reihe häkeln und da würden wir 7 einzelne machen und dann 2 in die drauf folgende. So, jetzt haben wir es hier. So, jetzt geht es weiter. Bei jedem Glas bleibt es dieselbe Einheit. Wir machen jetzt 5 Luftflaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5 feste. Und in die fünfte gehen wir hinein und machen eine feste Masche. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5 und machen in die fünfte Masche hinein. Wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen.
und in die fünfte feste Masche stechen wir ein. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die erste Reihe, danach geht es ganz easy weiter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und in die fünfte eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gleich haben wir es einmal rundherum. 1, 2, 3, 4, 5. Also ihr bleibt auch immer bei den 5 Maschen, auch wenn das Glas viel größer ist. Das bleibt dann bei 5 Maschen, sonst werden die Rauten zu groß und es sieht nicht so schön aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Und in die stechen wir ein. Da nehmen wir dann nicht die feste Masche, sondern die erste Masche von den Luftmaschen, dass wir die Reihe schließen. Ganz sinnvoll ist es dann immer, damit man weiß, wo man angefangen hat zum Reihenzählen, dass man sich da ein Fädchen mal einknotet bei der ersten Öse, die man gemacht hat. So, einfach so mal anknoten. Das kann man nachher wieder rausschneiden. So, jetzt machen wir weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen die erste und machen eine Schlinge. Immer mit einer festen Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und die nächste einfach eingestochen, feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und mit einer festen Masche in die Öse und machen die feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und in die große Öse mit einer festen Masche schließen. 1, 2, 3, 4, 5. Die große und schließen. 1, 2, 3, 4, 5. In die große, eine feste Masche und schließen. Es gibt dann lauter solche Rauten wie so ein Netz. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen in diese. Jetzt kommt gleich die erste wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir gehen in die erste. Und jetzt häkeln wir als rundherum. Immer mit 5 Luftmaschen, eine feste, als rundherum in die großen Ösen rein. So, das hatte ich jetzt schon mal vorbereitet. Das lege ich auf die Seite. So. So groß ist es jetzt. Es zieht sich extrem. Wir nehmen es übers Glas hin. So, und dann seht ihr, in die Höhe. Das ist sehr flexibel. So, das passt. Dann war es so, ich möchte euch einmal zeigen, wie man abnimmt, weil wenn wir ein Glas haben, was oben schmäler wird, müssen wir auch mal eine Raute abnehmen. Jetzt zeige ich euch das Abnehmen. Wir gehen in die erste Öse hinein, in die Luftmasche. Wir gehen in die zweite Öse auch hinein, in die Luftmasche, ziehen dadurch die Schlaufe und machen eine feste. Damit hätten wir jetzt da abgenommen, eine Raute. Ich zeige es nochmal, weil das ganz wichtig ist, wenn wir eine Flasche zusammen häkeln oder eine Vase, die oben enger wird, dass wir auch ab und zu abnehmen. Also wir gehen in die erste hinein, in die große Öse, dann in die zweite, ziehen uns die Schlaufe durch beide Ösen, dann haben wir die zwei auf der Nadel und machen eine feste, das ist abnehmen. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Glas. In der letzten Reihe, am Abschluss des Glases, müssen wir nur 3 Luftmaschen machen. 1, 2, 3, wenn das Glas oben etwas enger wird. Ansonsten lassen wir es bei den 5. Und gehen dann in die Öse hinein mit einer festen Masche. 1, 2, 3, 3 und in die nächste feste Masche.
Jetzt muss ich noch eine haben. Ich habe das schon vorbereitet gehabt. Eins, zwei, drei und eine feste. So, jetzt kommen wir zur Abschlussreihe. Wir machen noch mal eins, zwei, drei und gehen dann nicht in diese letzte Öse hinein, sondern in die feste Masche. In die feste Masche. Und machen eine feste. So, jetzt machen wir eine Abschlussreihe. Das ist ein Stäbchen, zwei Stäbchen, drei Stäbchen, vier Stäbchen, fünf Stäbchen und machen hier eine feste. In die feste Masche darunter, von der Öse machen wir auch eine feste. So, dann machen wir wieder fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und machen die Feste auf die Feste. Und das machen wir jetzt rundherum. Das ist jetzt der Abschluss von unserem Glas. Eine weitere Variante zeige ich euch hier in Weiß. Das ist dann noch spitzenmäßig, wie so eine edle Spitze. Da machen wir das so, letzte Reihe. Wir haben vorher drei gehabt. Wir machen jetzt eins, zwei, drei Stäbchen und dann fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Stäbchen. Eins, zwei. Und jetzt in die Feste, in die letzte Feste davor. Jetzt machen wir es noch einmal. Hier ist unsere Öse. Eins, zwei, drei, fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Feste. Eins, zwei, drei. Und schließen das mit einer festen Masche in die letzte Feste. So, dann schneiden wir es großzügig ab, weil wir das vernähen müssen. Wir haben es abgeschnitten und ziehen noch einmal den Faden durch die letzte Öse der festen Masche. So, dazu braucht man eine große Nadel. Das muss man wirklich gut vernähen. Den ersten Faden bei unseren festen Maschen. Und das machen wir einfach so. Wir gehen in unser Häkelteil rein und vernähen das auf einem Fleck, als von einer Seite auf die andere und ziehen immer gut fest. So, und das machen wir so vier, fünf Mal und schon ist es fest. Dann können wir es abschneiden, innen auch. So, und dann können wir das wieder über unser Glas ziehen. Aber ich wollte das noch mal zeigen. Mit diesem Glas, was noch eckige Seiten dabei hat, auch das Runde passt dann gut. Das können wir genauso benutzen. Jetzt ein bisschen weiter, aber durch die Ösen hier kann man ganz prima ein Band ziehen, ein Schmuckband und zieht es zusammen. Zum Reinigen der Gläser wollte ich noch mal einen Tipp geben. Hier sind Klebereste, das kriegt man ganz prima mit Nagellackentferner weg. Einfach ein Wattepäuschen und das weggemacht. Vorher lege ich meine Gläser mit den Etiketten in lauwarmes bis heißes Wasser eine ganze Weile, halbe Stunde dergleichen. Dann rühribbel ich es ab, am besten mit einem Plastiklöffel, weil sonst ruiniert man sich wirklich die Fingernägel total. So, wenn wir jetzt eine Flasche haben und da sind vielleicht innen noch Reste, dann mache ich das ganz einfach. Ich nehme heißes Wasser, kein kochendes Wasser, tue es in die Flaschen oder in die Gläser zum Reinigen. Und da hinein nehme ich einfach dritte Zähne-Tabs zum Reinigen. Die hole ich mir beim Aldi. Die sind ganz günstig und das reinigt dann wunderbar. Das wäre nochmal mein Tipp zum Reinigen von den Gläsern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut wieder mal hier rein. Und dann bekommt ihr noch weitere Tipps, was wir mit den Gläsern ganz toll machen können. Und wie gesagt, wenn es gefallen hat, dann bitte Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Tschüss!